Hallo ihr lieben Krebse, hier kommt eure Botschaft für den Februar, fürs Kollektiv der Krebse. Und ich habe hier das Thema Mut für euch. Ja, und da geht es um etwas, was ihr in der Vergangenheit schon ein bisschen erlernt habt, nämlich dass Vertrauen erforderlich ist, um Angst oder Enttäuschungen auch zu überstehen oder überwinden. Und es geht darum, Veränderungen nach und nach anzunehmen, zu gucken, dass man nicht zu weit nach vorne guckt, sich die Ängste angucken, was das Thema Veränderung mit einem macht. Auf jeden Fall seid ihr aufgerufen, positive Schritte in Richtung eurer gewünschten Ergebnisse zu unternehmen. Also das ist so wie träume nicht dein Leben, sondern mach was draus, erfüll dir deine Träume, deine Ziele. Du wirst ja auch alles haben, was du brauchst. Es geht darum, sich auch Ängsten zu stellen, ne? Irgendwo ein bisschen aus der Komfortzone auszubrechen. Und es geht auch darum, Durchsetzungsvermögen zu haben, anstatt Dinge so stehen zu lassen. Ja, hier kann sein, dass du einen Monat hast, wo du sehr viel klärst, wo du dich vielleicht auch zurückziehst, um mit dir selber auszumachen, wo die Reise hingeht. Es kann ja auch sein, dass es irgendwelche Situationen gibt, wo du dich distanziert oder getrennt von irgendetwas fühlst oder nicht zugehörig oder du verarbeitest irgendwelche Trennungen. Möglicherweise klärst du hier auch Dinge mit Ämtern oder Behörden. Wenn du selbstständig arbeitest, gibt es auch da Dinge zu klären. Ich habe das Gefühl, lieber Krebs, dass du dir überlegst, was alles an Arbeit ansteht, um Veränderungen vorzunehmen. Vielleicht geht es auch speziell um den Bereich Arbeit bei dir oder aber die Themen, an denen du arbeitest, die erarbeitet hast. Irgendwas braucht eine andere Balance, ein anderes Gleichgewicht. Möglicherweise geht es auch darum, dass du dir überlegst, wie viel Tatkraft du irgendwo reinsteckst oder wo du Veränderung brauchst. Also wo du selber das Gefühl hast, Arbeit bringt nichts daran, sondern ich brauche einen neuen Weg. Und entweder hast du hier die Schaffenskraft im Unterbewusstsein, ne, dass du zwar verstehst, du das männliche Prinzip möchte, dass ich mich irgendwo hin bewege, aber dass du trotzdem das Gefühl hast, da gibt es noch die Richtung zu klären. Und andererseits ist es so eine Situation, die kann auch mit einem Gegenüber zu tun haben. Was hast du dir da erarbeitet, ne? Wo bist du distanziert von einem Gegenüber? Wo ist sehr viel Nähe? Wo muss man noch an etwas arbeiten? Es kann natürlich auch um den Arbeitsbereich des Gegenübers gehen. Jedenfalls hast du hier die Kraft, die du brauchst für deine Dinge, die ist vorhanden. Es schleppen sich so ein bisschen Dinge mit in den neuen Monat, die wir haben mit Veränderungen aus der Vergangenheit zu tun. Also mit Situationen, die sich jetzt schon verändert haben. Und irgendwie zeigen sich hier Wege, die vielleicht nicht gut waren oder Dinge, die sich verselbstständigt haben. Du klärst hier sehr viel, du fragst dich, was ist stimmig für mich oder ziehe ich mich zurück, gehe ich drauf zu. Alles diese Pendants, die man so haben kann, wenn man sich klärt. Denke an das Thema Mut. Es kann ja auch sein, dass du hier irgendwo vorwärts gegangen bist und dann wieder einen Schritt zurück und dass du hier eine Kurskorrektur überlegst. Und aus der eigenen Sicht möchtest du nichts mehr machen, was dir nicht dienlich ist, was sich nicht stimmig anfühlt. Aber irgendwas gestaltet sich ja auch so für dich, dass es für dich schwierig wird oder wirkt oder belastend oder zäh oder
Ja, dass du irgendwie irgendetwas nicht richtig abschließen kannst. Du wirst es spüren im Februar. Du wirst hier verstehen, wo es hakt. Und auch dieses ständige, wie soll ich das erklären, was dich hier ständig belastet oder was dir ständig schwierig vorkommt, wirst du hier beenden, ne? Du nimmst das Kreuz der Vergangenheit nicht mehr mit, nennen wir es so. Und du hast ja auch sehr viele Sachen, die endlich dran sind, ne? Wo du so langsam verstehst, dass es so für dich nicht gehen soll oder weitergehen, dass du es nicht willst, dass es so weitergeht. Und du spürst es ganz genau. Du hast ja sowieso auch Einflüsse von außen. Da kann auch sein, dass dir vielleicht alles zu viel wird oder wo dir auch Ängste und Zweifel in der Liebe, in der Partnerschaft, Belastungen da mit einem Partner oder aus auch vergangenen Beziehungen so gespiegelt werden. Ne? Es geht hier ein bisschen auch um das Öffnen, um Nähe- und Distanzthemen. Wenn es jemand gibt, der hier in deinem Umfeld für dich interessant ist, gerade, ne, dann kann es schon sein, dass du hier vergleichst oder die Vergangenheit noch ein bisschen mehr hinter dir lassen darfst. Es geht darum, aus verstrickten, unguten Wegen eine neue Richtung zu finden. Und du darfst hier für dich einstehen. Ich habe das ist so, dass wenn du für dich einstehst, wenn du die Grenze ziehst, dass du, wenn du den ersten Schritt auch machst, dass du dir dann ganz gut neue Türen öffnen kannst, mit denen du jetzt auch so nicht rechnest. Manchmal hat man ja auch so dieses Ding, dass man lieber in der Vergangenheit hängen bleibt, weil da kennt man sich aus und macht die Türe zu für alles neue Gute. Und ich glaube, sowas kommt hier für dich als Befreiung. Es geht hier übrigens auch an die, die von jemand getrennt sind oder wo Trennung eine Rolle spielt oder wo Trennungen nicht verarbeitet sind. Auch die kriegen hier ganz gut den Stachel raus, ne, aus der Wunde. Guck mal, du hast hier die Schafgabe. Dir kann nichts geschehen. Deine Aura wird gestärkt und schützend umhüllt, wirst du in deine Mitte gelenkt, zu deiner Göttlichkeit, also etwas gleicht sich aus, macht dich irgendwie ausgeglichener. Und mit der Kornblume kannst du jetzt die Dinge aus einer höheren Perspektive betrachten. Die Kornblume bringt dir Reinheit ins Herz und Klugheit in die Gedanken und erhält auch die Sehkraft. Das heißt, du verstehst, du siehst es, du erkennst die Dinge und Mechanismen, die dahinter stecken. Ein großes Aha-Erlebnis. Auch so, wenn man sagt, na, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen, solche Momente. So, und dann haben wir noch den Engel der Schönheit für dich. Richte dein Bewusstsein auf die Schönheit in dir, auf deinen liebenswerten Eigenschaften, deine Freundlichkeit, deine Hilfsbereitschaft und deine einzigartigen Fähigkeiten. Je mehr du auf sie achtest, desto weiter werden sie wachsen. Mache dir gleichzeitig die innere Schönheit bewusst, die andere Menschen ausstrahlen. Dein Engel wird dir die Fähigkeit schenken, dich bewusst mit den Menschen und Dingen zu umgeben, die dich positiv beeinflussen und deine guten Eigenschaften stärken. Spannend. Unten hast du noch den Engel der Geborgenheit. Also irgendwas sehnt sich auch nach aufgefangen werden. Nicht immer nur abgespalten oder in der Distanz. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Monat und den Mut, die Dinge für dich umzusetzen.